Ja, willkommen zur 47. Folge meiner Let's Play-Serie. Ich bin wie so oft hier auf dem Rückweg von meiner letzten Bootmission. Das war denn hier auch wieder einiges, was in der letzten Alien-Welle los gewesen ist. Das sollte sich schon langsam hier, die Pause sollte sich langsam schon dem Ende neigen, zuneigen. Ich würde erwarten, dass so dann innerhalb der nächsten 2 Tage kommt sicher die nächste Alien-Welle. Allzu viel Zeit habe ich also im Moment nicht mehr, falls ich da irgendwelche Änderungen noch vornehmen will. Wenn ich mir mal gerade gucke, wie es mit meinen Fliegern so aussieht, stelle ich fest, dass die Alienwelle leider auch wieder noch eine ganze Menge Flieger, ja, verletzt, wollte ich immer wieder sagen. Das war gerade so das Wort. Naja, leicht kaputt, zurückgelassen hat. Ich habe hier auch noch 2 Flieger, die sind sowieso noch, kaputt und die werden bis zur nächsten Alienwelle auch nicht wieder bereit sein. Ja, irgendwo kam mir gerade noch die Idee. Ich habe nachgeguckt, ob es möglich wäre. Wo sind denn hier ist zum Beispiel die Asirus? Ich könnte die durchaus freigeben, also sozusagen verschrotten und mir dann eben eine neue bauen. Und unterm Strich wäre das von der Zeit sicherlich durchaus eine Möglichkeit. Wenn ich mir das halt so überlege, das kriege ich locker noch. Ah ja, nee, im Moment bis zur nächsten Welle kriege ich es nicht hin. Aber wenn ich eben sehe, dass die normalerweise so, ja, ich glaube so 140 Stunden oder irgendwie so länger brauchen, bis die wieder da sind und dann wird es ja trotzdem auch noch repariert und aufpolitioniert. Also ich habe die Zahlen zwar nicht genau im Kopf, aber ich würde denken, das wird wahrscheinlich alles in allem sogar eher Richtung 200 gehen. Also die gesamte Zeit, falls eben Flugzeug abgeschossen wird, bis es wieder voll funktionsfähig zur Verfügung steht. Also alles in allem reden wir da locker über eine ganze Woche. Wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen mehr. Das ist schon heftig. Bisher habe ich ja immer denn doch gewartet, bis die wieder da sind. Aber ich bin gar nicht sicher, ob das nicht sowieso doof war, weil ich sehr denn teilweise für ein oder sogar eben 2 Wellen ausgefallen sind. Dann sollte ich mir sicher auch noch mal die Karten legen. Im Moment ist es jetzt denn aber sicher Blödsinn. Jetzt habe ich so lange gewartet. Die anderen hier teilweise, die werden wahrscheinlich noch wiederkommen. Also die hier auf jeden Fall 2 und 12 Stunden. Und hier haben wir auch noch die 14 wird auftauchen. Bei der 28 und 24, da bin ich mir nicht so sicher, das könnte eng werden. Aber das ist ja eh nicht die Geschichte. Es geht ja um die, die komplett zerstört waren. Das sind hier die 2 Roten. Die werden halt eben hier in, naja, 2,5 Tagen zumindest mal wieder vorhanden sein. Und ich glaube, dann werden sie trotzdem noch repariert oder irgendwo sowas. Also ganz stehen sie danach auch noch nicht zur Verfügung. Naja. Lasse ich jetzt erstmal laufen. Ich hoffe, ich überstehe dann auch die nächste Welle. Gucken wir mal noch mal ein bisschen weiter, wie das auf der Forschungsseite aussieht. Ja, das Wesentliche, eine ganz wesentliche Geschichte wird sein, wenn ich eben hier das Dropship erforscht haben werde. Da passen halt 2 Leute mehr rein. Nach meiner momentanen Planung würde ich dann eben zusätzlichen Sniper und einen zusätzlichen Assault mit reinnehmen. Weil ich glaube, alles in allem bringt mir das doch am meisten. Noch einen neuen Schildi, oh, ja, weiß ich nicht. Nein, das erscheint mir jetzt doch nicht gar so sinnvoll. Ja, die Schildi ist zwar wichtig, dass ich sie dabei habe, aber ich sehe keine großen Vorteile aus dem zweiten Schildi. Beim Sniper, das ist schon anders. Meine Sniper, gut, das liegt sicher auch daran, diese Sanja und Sophia sind wirklich enorm stark, was die alles schon weggeschossen haben. Allerdings, wenn man so ein bisschen mal hier so die Werte vergleicht, dann sieht man, dass zumindest von den Werten eine ganze Reihe anderer Leute durchaus auch ähnlich gute Werte haben. Also die würden sicherlich auch da ganz gut mithalten können. Und Assault ist sowieso ganz gut. Das ist ja normalerweise meistens mit Gewehr unterwegs oder eben wechselweise dann eben mit dem Karabiner. Das ist eher so eine Allzweckeinheit, so wie ich sie einsetze. Aber passt auch sehr gut, weil zum einen da die Reflexwerte gut gesteigert werden, die Accuracy hochgeht, passt super. Noch ein Heavy, da bin ich mir nicht so sicher. Die Heavies habe ich vor allem ja, um Leute niederzuhalten. Gut, auf kurze Distanz sind sie ja auch schon ganz erfolgreich gewesen, um da mal irgendwelche, ja,
Alphas oder so, also hier Hyperalphas umzublasen oder irgend so eine Geschichte. Das Problem ist natürlich bei den meisten, nee, den meisten nicht, aber viele, die Zenos, die platzen ja am Ende, da kann ich sowieso nicht so nah ran, und wenn ich ein bisschen weiter weg stehe, dann habe ich da so einen großen Fächer, dass der Schaden, der da reingeht, doch nicht so toll ist. Insofern sind die eigentlich mit Masse doch eben eher zum Niederhalten gedacht und parallel ein bisschen Schaden reinzudrücken. Ansonsten sind aber ja auch die beiden Heavies sehr oft mit Karabiner unterwegs oder eben sogar mit Stäbchen dann. Und da weiß ich nicht, im Dritten glaube ich nicht, dass ich das wirklich brauchen kann. Das Gleiche gilt für den Rocketeer, der hier und da mir wirklich schon gut geholfen hat. Also missen möchte ich ihn nicht. Aber gerade auch aufgrund der vielen Raketen, was der natürlich auch noch mit sich rumtragen muss, hat er nicht so viel Platz. Ich habe an der Stelle eben mehr oder weniger denn die Wahl zwischen dann nochmal zusätzlichen Stäbchen oder eben vielleicht einen zusätzlichen Karabiner. Passt alles nicht so ganz. Außer denn jetzt hier meinetwegen der Truls, wenn ich mir das halt so angucke. Ich könnte natürlich hier auch diesen Stäbchen, was ich ja hier habe, wechseln gegen noch einen Karabiner. Das wäre vielleicht ohnehin die Idee, ob ich das machen sollte. Das komme ich gerade erst drauf, wo ich das hier gerade so erzähle. Das würde hier, glaube ich, sogar da im Rucksack reinpassen, wenn ich mir das so überlege, oder? Nee, eigentlich sollst du hier, nee, das passt eben nicht rein. Tja, und das ist das Problem. Und deshalb hatte ich das auch so gemacht, wie es drinne ist. Gut, dass ich nochmal gecheckt habe. Wenn ich eben zusätzlich zum Gewehr, das ist ja doch die Standardbewaffnung, die er hat, und die soll auch durchaus auch so bleiben, wenn ich da eben auch noch einen Karabiner mitnehmen will, meinetwegen hier, dann geben mir da gleich eben zwei Raketen verloren. Beispielsweise so. Und das Gewehr ist ja dann hier so die Hauptwaffe. Und dann habe ich halt nicht mehr viel. Dann habe ich eben gerade mal hier noch zwei Raketen, die ich da reinpacken kann. So von mir aus, meinetwegen auf diese Art. Und naja, also bei den meisten Missionen, die ich habe, da nutze ich die Rakete ja ohnehin kaum. Das ist dann eben eher so die Waffe, wenn da irgendwelche Disks oder Panzer oder Medium-Drohnen oder irgend sowas auftauchen. Aber das kommt ja doch zunehmend auch bei den normalen Missionen vor. Insofern habe ich da unten doch schon öfter mal die Raketen eingesetzt, und naja, da ist es dann schon so, dass ich mich doch besser fühle. Die Stun-Rocket, die will ich sowieso behalten. Leistet mir hier und da doch mal gute Dienste. Und dann ist eben die Frage, wenn ich mir das so anschaue, dann hätte ich momentan hier eben zwei Raketen. Aber vielleicht mache ich das ja doch. Je länger ich drüber nachdenke, sollte ich vielleicht doch meine Strategie überdenken. Wenn ich das eben so plane, das hat doch mehrere Vorteile. Das Stäbchen hier drinnen, da musste ich immer auch die Waffe auf den Boden ablegen, weil ich da keinen Direkttausch machen konnte. Wenn er hier den Karabiner hat, dann kann er den Direkttausch machen. Ich könnte ja hier jetzt auch hier noch zwei Munitionen reinlegen. Das würde auch durchaus funktionieren. Und was die Raketen angeht, würde dann halt irgendjemand anders mal dann doch zum Start da noch eine Rakete mit einpacken. Dann hätte ich von den Raketen, dann doch ausreichend auch für Notfälle. Aber so ein Karabiner ist eigentlich natürlich schon besser als das Stäbchen. Tja. Naja, wollen wir sie mal landen lassen, und ich glaube, dann baue ich das an der Stelle mal um. Es erscheint mir alles in allem dann doch ein bisschen sinnvoller, weil man hat ja auch öfter gemerkt, wenn ich dann am Ende das UFO gestürmt habe, der Truls hier oder der entsprechende andere Rocketeer, das war dann doch immer ein bisschen ungünstig. Klar, das Gewehr hat schon einen sehr schönen Modifikator. Der hat da durchaus bei Unterbrechungs- oder eben Reflexschüssen einiges leisten können, aber ich glaube, ein Karabiner ist er da doch einfach unterm Strich besser dran. Also besser als eben mit dem Stäbchen. Das Gewehr behält er ja trotzdem für den Kampf vorher. Ja, ich denke, ich werde das da mal so umbauen. Aber gut, ich bin ja gerade daher gekommen, dass ich überlegt habe, wen ich eben dafür reinnehme. Und ja, der Rocketeer, der eine, der wird bleiben, mehr nicht. Und dann kommt eben Sniper und Assault dazu. Aber das Problem werden dann eben die Waffen sein, die ich ja da brauche. Und um auf die Laser MK3 zu kommen, da müsste ich schon einiges noch produzieren. Wie sieht es denn eigentlich aus mit meinen Energiekores? Das wird auch
nicht so in Masse vorhanden sein. Also mal angenommen, ich nehme einen Assault dazu und einen Sniper, dann brauche ich eben zwei Karabiner. Das heißt, ich brauche insgesamt 4 Energiecores und wenn ich dann noch ein Gewehr, das braucht noch einen, da bin ich bei 5 und Precision Laser wäre ja auch noch angesagt. Das heißt, ich brauche 7 Energiecores und ich habe eben nur 5. Na gut, da kann ich schnell noch ein bisschen was zerlegen, irgend so ein Hundi oder sowas. Die Baubis, die geben ja auch, also hier die Robo-Hundis, wo sind sie denn? Andron und Mech, hat er sie hier mit drin? Ja, Robodog Guard gibt ja mal einen Energiecore. Das geht schon, die sind auch relativ fix zerlegt. Das würde ich denn wohl machen. Aber das zieht sich eben eine Weile hin. Weil wenn man das eben sieht, ich muss die MK2-Waffen bauen, ich muss die MK3-Waffen bauen. Von der Rüstung wird das gehen. Ich habe ja irgendwo noch 2 Wolf-Armor immer übrig, die ja da für die Buzzard-Armor kurzfristig drinne waren. Also da könnte ich sicherlich die Sache überbrücken, aber ehe ich halt die ganzen Waffen gebaut habe, wird das eine Weile dauern. Und insofern muss ich dann eben auch mal sehen, wie ich das am besten deichsle. Das mit dem Schreik-Dropship, das würde ich wahrscheinlich dann schon fix bauen, aber ehe ich denn die Leute auch vernünftig mitnehmen kann, ja, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten drehe. Also ich denke, wenn ich da irgendwie mit irgendwelchen MK1-Waffen oder noch all veralteten Sachen auftauche, dann bringt das irgendwo auch nicht so viel. Gut, das ist sicherlich auch ein bisschen was ich insgesamt an Kampfkraft dazu kriege, aber ohne vernünftig ausgestattete Xenonauten kann ich das vergessen. Ich muss halt nur gucken, wie das reinpasst von den Alienwellen, weil ich werde wahrscheinlich an der Stelle eben dann doch mein momentanes Dropship freigeben, logischerweise irgendwo müssen. Und naja, wenn wir mal schauen, wie das passt, da werde ich mir dann sicherlich was einfallen lassen, wenn wir so weit sind. Hier diesen Sonarpuls, den vergessen wir mal. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich doch der Meinung bin, die Max Storm ist einfach so stark, die ich da habe. Da geht kurzfristig nichts. Forschungsmäßig werde ich dann sicherlich hier den, was kann ich ja denn schon mal reinstellen, habe ich mir denn doch gerade überlegt. Also zum einen hier der Physician, das bringt sicherlich ein bisschen was. Den Piloten werde ich mir dann auch mal angucken. Und ja, schauen wir mal. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe hier auch noch hier die Alien Officer, wo ist der? Der ist ganz oben, glaube ich. Da ist er, Alien Civilian Officer. Nehmen wir den mal rein. Das ist ja auch eine Geschichte, die mich da in der Story dann eben weiterbringt. Ja, ich habe das ja anfangs ein bisschen, den habe ich ja wirklich schon eine ganze Weile zur Verfügung. 3 Wochen oder sowas und nicht angefasst. Ich dachte, wenn ich den erforsche, dann komme ich schneller in Phase 2, was ich nicht unbedingt so angestrebt hatte. Aber nun bin ich ja schon in Phase 2, das ist egal. Kann ich das Ding auch mal reinziehen? Ich würde vermuten, das geht alles nicht so lang. Die Verhöre sind ohnehin alle nicht so lang. Und da stellt sich dann auch die Frage, ob ich die nicht mal alle einfach mal durchziehen sollte. Naja, das werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Erstmal fliegt ihr hier zurück. So, da sind sie auch angekommen. Und dann ist hier dann die Frage, habe ich eigentlich den Moment, hier sind die Soldaten. Jetzt habe ich gerade so die tolle Idee geäußert, was ich da vielleicht machen kann. Mal hier Advanced mit meinen Waffen. Aber ich habe ja gar keinen MK3 zusätzlichen Karabiner, um den da meinem Rocketeer mitzugeben. Ach, Schande hier, Mensch. Gut, ich werde mal hier noch abwarten, bis die Max Storm, zumindest mal die 8. Vorhanden ist. Und dann mache ich das eben doch gerade mal. Das heißt, wenn ich noch einen Karabiner brauche, dann muss ich ja noch mehr zerlegen. Ach, naja. Ich glaube, ich lasse es denn doch erstmal hier so. Ich will einfach die Max Storm hier endlich auf meine Flieger alle draufkriegen. Das zieht sich lang hin. Das ist für mich auch so ein Indikator, dass das eben, dass ich da eher so ein bisschen der Zeit voraus bin und alle anderen Waffen, die da momentan so rundherum verfügbar wären, die sind einfach schlechter. Insofern ziehe ich die jetzt hier durch und ja, lassen wir das erstmal so dabei. Macht sicherlich schon Sinn. So, was haben wir denn hier? Ach so, das war auch so eine Autoerforschung, Base Construction Mission. Ja, ich habe ja da das Landungsschiff mir geholt gehabt. Naja,
die Basen, die tun erstmal kurzfristig nicht so weh. Steht ja hier, weil they don't have an obvious short-term-Effekt, aber langfristig ist das schon übel, weil die ziehen Ressourcen ab und werden immer stärker. Also da muss ich schon gucken, dass ich die möglichst bald denn naja, entweder den Konstruktor umschieße, so wie ich das eben gerade gemacht habe, oder wie es mir früher ja vor einer Weile, vor ein paar Folgen mal passiert ist, da habe ich ihn halt nicht auf dem Radar gehabt, der hat die Basis gebaut, aber da muss ich die Basis eben schnell umschießen. Bin mir zwar nach wie vor nicht so sicher, ob es nicht doch ein Vorteil ist, den landen zu lassen und eine Basis bauen zu lassen, weil, ja, wenn ich die Basis eben raide, da kriege ich ja auch viele schöne Materialien. Aber ich denke, das werde ich denn wahrscheinlich doch lieber nicht drauf ankommen lassen. Zumindest mal im Moment nicht. Das lassen wir mal so. Na gut, Evix kann nach Hause. Ja, lassen wir das mal ruhig so. Jetzt sind wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier die 8 Mark Storm. Das geht schon. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auch schon wieder mal 4 transferieren. In dem Fall nach Indochina. Da sind sie, die 4. 1, 2, 3, 4. Das jetzt gemacht. Irgendwie doch mal, die sind hier raus. Wie fehlte mir da meldungsseitig irgendwo was, aber sind nicht mehr da. Insofern hat das sicherlich schon funktioniert. Tja, mal sehen, wie das denn hier weiterläuft. Irgendwie bin ich mir auch, also Mittelamerika, die sind schon mal vorhanden, alles klar. Dann kann er mal hier rein. Ersetzt die Gatlings. Moment. Mittelamerika habe ich eigentlich gesagt. Wieso hatte ich denn da schon wieder welche? Naja, egal. Komm mal ran hier. Hier wundere ich mich auch, dass ich hier sogar noch einen Mauser drinne hatte. Wie ist denn das passiert? Na, wahrscheinlich so wie eben, dass ich nicht aufgepasst habe, in welcher Basis ich bin. Weil da war ich ja eigentlich davon ausgegangen, dass die hier schon komplett auf Gatling und Fighter geändert waren. Sowas. Oh, das war der Leitcruiser, den ich da erwischt hatte. Was liefert denn der? Naja, da muss ich auch mal schauen. Im Moment mit dem Max Storm, die ich da durchziehe, da ist so ziemlich meine ganzen anderen Bautätigkeiten irgendwo sehr, sehr, sehr stark ausgebremst. Ich müsste natürlich auch ein paar Sachen zerlegen. Gut, den Leitcruiser, den kann ich eh noch nicht. Oh, was ist das denn hier? Neues Flugzeug. Ja, weil ich die Dinger baue, kann ich kaum andere Sachen bauen und die Bauerei dauert eben auch ziemlich lange. Was haben wir denn hier? Zeig mal. Kam ab Super Long Range ein Bomber. Oh, Air-to-Air-Torpedos. Das heißt, das wäre dann der Ersatz für meine Foxtrot. Na, das klingt natürlich toll, weil Foxtrot, mein Gott, wie lange habe ich das Ding schon? Ich glaube fast, das war mein erster Flieger, den ich irgendwie erforscht hatte. Wenn ich da eine Verbesserung kriegen könnte, das wäre natürlich schon stark. Naja, jetzt komme ich mit der Forschung, glaube ich, irgendwie alles in allem. Da unten ist es schon ganz gut hin. Aber jetzt habe ich durch diese riesengroße oder lange Max-Storm-Produktion, komme ich eben kaum hinterher mit der Bauerei. Und das wird auch noch eine ganze Weile gehen, wenn ich mir das hier so anschaue. Na gut. Aber irgendwann habe ich es ja dann mal. Und die sind wirklich so gut, dass ich dann, glaube ich, eine ganze Weile danach keine neuen Waffen mehr bauen muss. Jetzt schauen wir mal, wo stehen wir jetzt hier? Da kommt ja gerade eine Menge refueled, rearmed, full operational. Hier ist alles bereit. 20. Dezember, oh, das wird eng. Bin ich gar nicht sicher, ob die hier überhaupt bereit wären. Naja, mal sehen. Hier weiß ich ja, dass die zwei, oder wusste ich ja, dass die nicht fertig wären. Die zwei wären hier fertig. Und da muss ich mal sehen. Die nächste Alienwelle, da muss ich auch noch auf die verzichten. Die jetzt gerade hier zu verschrotten und neue zu bauen, da habe ich momentan ja nun wahrlich keine Zeit. Das kann ich vergessen.
So, die Avex ist dann auch gleich da. Dann lande da mal. Na kommt, traut euch raus. Da sind sie schon. Okay, das ist mal ein Large. Ich wundere mich immer noch, dass ich da nicht irgendwie was sehe. Das habe ich eigentlich irgendwie schon erwartet. Aber vielleicht sieht man es dann erst beim Abfangen oder so. Tja, gut, dann nehme ich natürlich jetzt hier erstmal Indochina, keine Frage. Die zwei sind eh noch nicht da. Irgendwo ist das auch so. Wenn ich mir das alles angucke, hier sind noch zwei Foxtrott nicht da, hier ist auch eine Foxtrott nicht da. Also hier hätte ich in Mittelamerika, da hätte ich drei Foxtrott. Und dann müsste ich schon von Indochina oder Nordafrika noch zwei hinschicken. Naja, es wird schon gehen, hatte ich ja schon mal. Das wären fünf Foxtrott, die ich quasi schon zur Verfügung hatte. Ich denke halt gerade darüber nach, falls mir irgendwo hier so ein Terror Carrier irgend sowas reinkommt, dann wäre es schon praktisch, wenn ich die Foxtrott zur Verfügung hätte. Dieses Large-Ding mit Asiros anzugehen, also mit nur Asiros, ich weiß nicht so recht. Schau mal, wenn ich das eben so mache mit zwei Asiros, ich glaube, das ist einfach zu knapp. Zumal Indochina ja auch von dem Max Storm noch nichts hat. Das reicht nicht. Also würde ich fast sagen, wenn ich denn da jetzt einen Terror Carrier eine Mission starte, dann ist das eben so. Dann werde ich die Mission einfach mal annehmen. Und wenn er eine Basis angreift, naja, dann muss ich mir das nochmal anschauen. Aber ich denke und hoffe, dass da meine Verteidigung eben ausreichend ist. Na, wir werden sehen. Insofern führe ich die Foxtrott hier auch mal in den Kampf. Jetzt kommen die Dinger ein. Hey, das glaube ich jetzt nicht. Na gut, das warte ich jetzt aber doch ab, mitten in der Alienwelle. Da werde ich jetzt nicht die Waffen austauschen. Soweit ich das gesehen habe, dauert das eben doch ein bisschen lang. Die sind nicht sofort wieder da. Und ne, kann ich mir momentan nicht leisten. Das ist ein Small, ein kleinerer. Frage ist, was das wieder ist. Komm mal ran hier. Wenn das natürlich hier wieder so ein Light Scout ist, werde ich ja gleich sehen. Oh ja, der scheint mir ziemlich schnell unterwegs zu sein. Da kommen Fighter. Naja, da schicke ich mal hier so eine den Fightern entgegen. Heavy Fighter mit Torpedo kann ich eh nicht viel machen. Nö. Komm mal so ran. Das ist so ein dickes Ding. Der kriegt denn jetzt mal hier zwei Foxtrotts. Und dann mal gucken. So, ja, das sieht ganz gut aus. Das passt soweit. Heavy Fighter, Alenium, so viel Alloy ist auch nicht schlecht. So, die haben die hier erwischt, die zwei Foxtrott, das sieht auch gut aus. Ja, so hatte ich mir das schon gedacht. Gegen den dicken Pott mit Torpedos, das funktioniert schon. So, dann machen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Hier bin ich jetzt auch gerade schon. Komm mal her, dann muss man wieder die Avex losziehen. Dass hier noch nichts auftaucht, das ist ein bisschen wenig. Das sind vier Flieger. Da ist garantiert irgendwo noch jemand unterwegs, der sich hier so durch die Gegend schleicht. Aber es scheint zumindest kein Terrorcarrier zu sein, würde ich fast sagen. Weil wenn da einer hätte angreifen wollen, die wären schon in der Nähe. Und eine Terrormission, das ist schon ganz schön weit außen. Aber na gut, hier könnte natürlich schon was sein. Tja, da würde ich fast sagen, schicke ich doch jetzt schon hier einen runter. Ein bisschen vermessen fast, oder? Ach na komm, da warte ich mal doch ein bisschen die Wellen noch ab. Mal sehen, was sich so findet. Vielleicht steckt ja doch noch einer die Nase in mein Radar. Und wenn denn irgendwo jetzt eine Terrorbase doch gebaut wird hier, ich glaube, das kann ich sowieso erstmal nicht unbedingt verhindern. Da sind einfach zu viele Stellen, wo da was sein kann. Ich kann das wahrscheinlich aufklären, indem ich jetzt hier die zum Beispiel in Mittelamerika. Ich könnte hier durchaus hier noch einen runterschicken. Hier könnte ich auch noch wahrscheinlich was runterschicken.
Na, kann ich natürlich trotzdem machen, dann sehe ich da, nee, kann ich nicht, die sind kaputt, die sollen auch repariert werden. Andererseits, naja, bis zur nächsten Alienwelle werden sie auch verfügbar sein, wenn ich sie jetzt losschicke. Na, mach mal. Und hier gucke ich mir das auch mal an. Hier habe ich ja eh alles zur Verfügung. Nochmal eine Asirus. Schauen wir mal. So, das ist hier. Na, dann natürlich Takeover Land, klar. Oh, jetzt dreht er wieder ab. Und der hier ist eh viel zu schnell unterwegs. Der ist abgehauen. Na gut, das war so ein Light Shuttle. Return to Base. Hier wird's interessant. Destination reached. Das dürfte er hier sein. Na, da machen wir Return to Base. Vielleicht gucken wir uns die Ecke mal noch an. So, ja. Ja, der ist dann auch. Oh, hör auf. Return to Base. Tja, das ist nur hier blöd gelaufen. Den hätte ich abfangen können, aber naja. Lasse ich den da mal weiter cruisen. Vielleicht kommt er Richtung Land. Hier muss ich erstmal noch aufmunitionieren. Hilft ja nichts. Da sind zwei Foxtrott wieder verfügbar. Diese zwei hier nehme ich. Naja, dann komm mal ran hier. Ach, jetzt ist der da unten und macht da Käse. Und hier ist auch noch was unterwegs. Der hatte sich ja hier eigentlich Richtung Space verdrückt. Könnte natürlich trotzdem sein, dass der hier irgendwo ist. Gehen wir mal hier hin. Da schicke ich jetzt einfach mal die drei Fox dorthin. Okay. Tja, was mache ich mit dem hier? Der ist ja da nun mal gelandet. Das war ein Large. Ich würde sagen, da fange ich wirklich vielleicht mal den Raid an. Schick meine Leute dahin. Die sind ja hier so weit, glaube ich. War da noch irgendwer verletzt? Nö. Das passt. Ja, dann macht euch mal auf. Komm mal her. Intercept. Shinnok. Und mit dem hier, naja, der ist natürlich da schon eine ganze Weile. Steht er da jetzt rum? Was ist denn das gewesen? Ach, das war eh nur eine Korvette oder sowas. Naja, im Moment habe ich da vielleicht noch Zeit. Der dreht jetzt hier. Ach, gucke an, da ist doch noch wieder einer aufgetaucht. Das ist wieder so ein Small. Ach, natürlich schlecht hier wieder. Das ist nicht so einfach zu erwischen. Das ist halt das Problem, wenn er nicht zufällig irgendwo abdreht. Gut, ich habe ja schon mal einen erwischt. Aber das muss schon Glück sein, weil der ist ja eigentlich normal, unter normalen Umständen ist ja viel zu schnell für meine Leute. Kann ich hier inzwischen was hinschicken? Nee. Wenn der hier startet irgendwann, kann ich nicht viel machen. Und der dreht hier sonst wohin. Return to Base. Da geht nicht viel. Und hier habe ich eben leider auch nichts. Das ist natürlich mega gefährlich. Foxtrot hat reached, das ist da. Na, du kannst wieder zurück. Du musst da nicht warten. Du nimmst ein neues Ziel hier hinten. Kommt da noch jemand? Ach, jetzt. Boah. Bloß gut, das habe ich mir schon Sorgen gemacht, zugegebenermaßen, dass ich eben hier zurück muss und dann hier mein Dropship reinkommt. Na ja, denn dann geht's natürlich. Die haben leider jetzt auch wieder heftig Schaden gekriegt. Aber was soll's? Mach dich zurück hier. So, gut, dann ergibt sich natürlich die Frage, fliege ich da trotzdem hin mit meinem Chinook? Hole ich mir den oder den? Das ist ja doch hier Crash-Site. Light Cruiser. Interessant. Die Frage ist, Mensch, wenn der da gelandet ist, war das vielleicht hier wieder so ein, tja, wie soll ich sagen, Landungsschiff, genau, das wollte ich sagen.
wäre natürlich durchaus möglich, dass es so eins war. Aber eine Base hat er da eben sicher nicht gebaut. Sonst hätte ich ja schon die Meldung. Interessant. Ich bin jetzt gerade am Grübeln. Naja, gut, also er hat keine Base gebaut, also das hätte ich gesehen. Die Frage ist, ob er sie vielleicht gebaut hätte, wenn ich da nicht drüber gekreuzt wäre. Aber ja, er hätte sie ja bauen können. Ich hätte gar nichts machen können. Ich schwirre zwar darüber rum, aber wenn er da am Boden was baut. Naja, egal. So gut, ich würde sagen, das Ding werde ich mir da auf jeden Fall dann mal. Ach, was ist das denn da oben wieder? Naja, das ist garantiert wieder hier dieser Light Shuttle, der da unterwegs ist. Naja, gut, also ich werde hier weiterfliegen und werde dann auf dem Rückweg den hier holen. Ich hoffe, dass sich das zeitlich ausgeht. Da ist er schon wieder. Nehmen wir mal jetzt erstmal hier nur zwei Asiros und eine Foxtrot und dann schauen wir mal. Ach, da macht er schon wieder einen Mist hier. Jetzt dreht er nach da oben ab. Oh. Dieser Kerl macht mich wahnsinnig. Nehmen wir mal die nächsten hinterher. Schauen wir mal, wie das geht. Jetzt habe ich ihn. Boah, meine Güte. Das ist aber auch schwer, die Leute zu erwischen. Return to Base. Kaputt schießen ist ja kein Problem. Aber sie einfangen ist echt ein Problem. Hat jetzt aber geklappt soweit. Hier bin ich auch gleich da. Und da muss ich mir dann natürlich überlegen, wie ich mit denen dann umgehe. Ob ich mir den hole oder den, naja, das ist ja Light Shuttle, das ist ja doch eine ziemlich kleine Crash-Site eher. Werde ich nicht schaffen. Ich werde dann mal, naja, schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Erstmal haben wir hier eine Mission. So, gut, wir sind hier in der Ecke, das ist schon mal nicht schlecht. Da ist ein Fraß. Na gut, komm her. Der schießt sich da die Deckung weg. Kann ich mit dem hier irgendwo hin? Naja, von hier müsste ich schon noch Felder haben. Allerdings habe ich das Problem, wenn ich von hier noch irgendwo auf den schießen will. 13, 10, 29, ab wegen der Drehung. Ah ja, komm mal her. So. Gut, besser kriegen wir es an der Stelle nicht hin. Dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das hier am besten? Ich habe durchaus ein bisschen Sorge, der sieht das ja hier, naja. Dass hier Granaten reinfliegen. Also normalerweise hätte ich mich natürlich, wäre ich jetzt hier mit den Leuten vor und hätte ihn sicherlich auch abschießen können. Ich habe ja so viele Gewehre, Waffen noch zur Verfügung. Das müsste schon gehen. Die Frage ist vor allem aber, wo baue ich mich auf? Die Stelle ist garantiert doof. Wer weiß, was da alles angeflogen kommt. Naja, fliegen können sie nicht, aber porten können die Bars. Hier ist offensichtlich dann so ein Farmgebäude, ein Stall oder irgend so ein Kram. Aber von hier kann ja auch was kommen. Ich denke, alles in allem ist das hier unten schon die beste Position, wo ich mich hinstellen kann. Wenn ich mich hier so hinbaue, müsste ich ja fast den Eingang da auch noch in Sichtweite haben. Das ist hier mir hier zu eng. Das ist zwar alles abgeschattet, kann keiner eigentlich reingucken, aber ich kenne die Säcke hier. Die KI cheatet ja doch, wenn ich mich hier hinstelle. Die sehen das halt einfach. Und da fliegen dann bestimmt von hier irgendwelche Granaten rein. Und das ist blöd. Also ich will auf jeden Fall so weit wie weg, wie es geht von dieser Böschung. Der Baum ist natürlich hier eigentlich, tja, weiß nicht, ob er von Vorteil ist. Ich muss natürlich andererseits auch den Eingang hier im Blickfeld behalten. Vielleicht wäre ja durchaus auch eine Variante, wenn ich mich doch hier so dazwischen stelle. Weil da kann ich doch relativ weit zurück und behalte eben denn doch da den Eingang.
im Blickfeld. Ja, momentan ist da natürlich da mein Panzer im Weg, aber den kann ich ja nächste Runde wegfahren. Tja, na gut, ich würde vielleicht schauen, doch, hier unten gefällt mir zwar an sich ganz gut, aber mit dem Baum, wenn ich hier was sehen will, dann müsste ich mich doch hier in dem Bereich einstellen und das ist mir noch zu eng. Also zu knapp hinter der Böschung. Dann muss ich wohl doch hier hin. Da bin ich weit genug weg. Und der Panzer, der stört. Na gut, so ist es dann halt mal. Gut, komm mal du erstmal hierher, Schildi. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nichts, aber das war ja durchaus erwartet. Guck dir das mal an. Du hättest ja da ohnehin vorne nicht drauf schießen können. Wo haben wir denn jetzt hier unsere Heavies? Da ist Chloe. Anna. Ja, mal drei Gewehre. Und hier sind die beiden Heavies. Tja, was werde ich brauchen, um den da kaputt zu kriegen? Mal ein bisschen Heavy-Feuer. 87. Dann brauche ich 72 für den Schuss und habe dann noch 15 zur Verfügung. Naja, da kann ich durchaus ein Stück wegrennen. Sagen wir mal vielleicht nach hier dahinter. Vor allen Dingen von der hier weg. So weit wie es geht. So zwecks Granate. Ach, das mache ich mal. Komm mal her. Ging einiges ran, aber Schaden keiner. Ja, das ist schlecht. Ich dachte, ich kann noch hier hin für die 15, aber es reicht nicht. Gut, dann musst du dich hier verstecken. Hilft ja nichts. Dann 67, 37. Na, da sollte es aber gehen, dass ich hinterher wegkomme. Okay. Das war auch durchaus ein bisschen Schaden. Vor den Eingang hier will ich natürlich nicht, komme ich nicht. Und vorbei geht's nicht. Gut, dann du hier. Wie heavy, wenn die hier hingeht, na, den Spaß hatte ich schon. Die wird nicht sehr weit wegkommen. Wie weit kann ich denn hier vor? Ja, das reicht schon. Wenn ich hier jetzt normal schieße. 82%, nee, so ist normal. Danach komme ich aber nicht weg. Danach stehe ich hier fest. Aber naja, gut. Mach mal. Ist ja ganz gut, ein schöner Schuss. 90. Der ist schon kaputt. Gut. So, naja, 43 Punkte habe ich noch übrig. Da sollte ich doch hier auch ganz ordentlich wegkommen. So wie da die Planung war. Man kann mal da stehen und bleiben und gucken. Tja, wo baue ich den Rest auf? Wir haben ja noch drei Leute. Den Heavy würde ich sagen. Den Heavy. Da, Anna, die wird mal hier daneben gehen. Dann werde ich mal den noch ein bisschen weiter hier, um das zu entknubbeln. Du gehst mal hier rein, ja. Ich habe einfach Schiss vor den Granaten. Ich geb's zu. Du musst dann hier auch noch ein bisschen zurück. Sagen wir mal bis hier. Ich schiebe mal hier. Na, hier sollte er keine Granate hinkriegen. Kate geht mal auch noch ein bisschen zurück. Das ist mir ja auch noch nichts. Komm mal her. Mal sehen. Das ist ein Soldier. Oh nee, oder? Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist. Oh, da steht er wieder voll im Weg. Das ist ja sowas von idiotisch. Meine Güte. So, also hier ist mal einer. Mein Panzer, den ziehe ich mal wirklich hier jetzt aus dem Sichtfeld. Hier ist nichts zu sehen. Da hinten, ach,
den hatte gerade der Panzer gesehen, dem einen. Naja, du kannst das Ding da mal ein bisschen in Sichtweite nehmen. Ja, mit dem Schildi weiß ich momentan nicht genau, wo ich hin sollte. Aber vielleicht gehe ich ja doch mal hier hinter, so zwecks Aufklärung. Ja, komm, mach mal hier lang, falls da wer kommt. Wäre schon praktisch, wenn ich das rechtzeitig sehe. Das heißt natürlich auch, dass ich hier durchaus. Ach! Na sowas. Willkommen. Ein Haridan. Und der steht direkt neben mir hier überall. Oh, ist das cool. Na, den sollte ich doch jetzt übernehmen können. Diese Porter. Naja, also das würde ich sagen, ist jetzt mein Hauptziel. Jetzt kann ich ja leider nicht mehr auf Stäbchen. Aber die war ja eh zu weit weg. Da wollen wir mal gucken, was sich hier machen lässt. Jack mit seinen Raketen kann natürlich nicht so viel machen. Aber für Anna sieht das natürlich anders aus. Boah, da hat er sich wieder eine Stelle ausgesucht, wo ich kaum rankomme. Was ist denn hier? Da steht, ist wahrscheinlich wieder Zivilist im Weg. Oh, ich ahne es doch. Naja, es ist ja eh nicht zu ändern und mich gar nicht aufregen, wusste ich es doch genau. Vor allen Dingen, der hängt direkt vor. Das gibt's doch gar nicht. Der hängt direkt vorm Eingang und. Oh nein! Also, jetzt bin ich ja fast am Überlegen, ob ich den umschieße. Das gibt's doch gar nicht. Der blockt meine Scharfschützen beide ab, weil der da am Eingang hockt. Das ist ja wohl unglaublich. Also schlimmer habe ich es, glaube ich, noch nicht erlebt. Die sind natürlich sehr oft störend. Das ist ja nicht das erste Mal, aber so übel hatte ich es ja wirklich fast noch nicht. Gut, wir haben hier nochmal Stäbchen mit Jack, das werde ich auch machen. Und dann hätte ich eben hier einmal Karabiner und hier einmal Karabiner. Naja, vielleicht reicht's trotzdem. Aber das ist ja hier wohl die Höhe. Oh. Ich liebe die Dschungelszenare. Da sind keine Zivilisten. So, na komm, hau ordentlich drauf. Da kannst du noch ein drittes Mal. Ja. Dann kann er zwar fast nichts mehr machen, aber ist denn jetzt auch egal. Wenn ich hier hinten niedergehalten werde, dann soll mir das für den Moment dann auch Wurst sein. So, na dann komm her, Karabiner. Ran hier. Einmal. Ja, jetzt komme ich nicht mehr weg. Tja. Chloe. Okay, na bloß gut. Noch einen Schuss hätte ich nicht machen können. Naja, so. 10 habe ich dann noch. Ach naja, das werde ich schon sehen, ob ich ihn habe oder nicht. Gut, jetzt kann ich natürlich hier eben nichts machen, weil die blöden Zivilisten im Weg sind. Ich werde dann aber mal, würde ich sagen, ja doch, Scharfschützen nach hier. Zumindest mal die eine, die zweite lasse ich denn doch mal hier drin stehen. Steht ja eigentlich ganz gut, wenn da jemand kommt. Steht natürlich schlecht, wenn sie hier abfangen will. Vielleicht sollte ich ja doch rausbringen. Sagen wir mal vielleicht nach hier oder so. Naja, andererseits, irgendwann kommen hier sicherlich Leute angerannt und dann steht sie eigentlich ganz gut. Blöd ist natürlich ja mit den Zivilisten, aber da hoffe ich, dass der sich vielleicht doch noch wegbewegt in der nächsten Runde. So, Chloe, in die Richtung muss er natürlich eigentlich auch nicht weiter gucken, da ist ja nichts. Schau mal in die Richtung oder schon mal nach hier. Guck mal her. So, das war die Hoffnung. Jetzt haut er wieder ab. Gar nicht übel. Da kannst du schießen. Ja, strengt euch mal an hier. Gar nicht schlecht. Ho, hat ihn umgeschossen. Oh nee, oder? Chloe panikt. Na gut, damit ist er leider aus dem Spiel.
ja. Naja, mal sehen. Also, du nimmst mal den Karabiner hier in die Hand. Dann geh mal hier durch. Schauen wir mal. Du hast das immerhin ja hier ganz gut im Blickfeld. Chloe kann eben nichts machen. Mach mal den hier. So, Jack. Auf Gewehr. Ach so, du musst erstmal dein Gewehr holen. Alles klar. Mach mal. Will die nicht zu sehr bewegen, muss ich sagen, um hier ein bisschen größere Chancen zu haben für Reflexfeuer. Patrick. Naja, so. Was haben wir denn noch? Du bleibst hier stehen. Der blöde Zivilist steht auch immer noch da. Oder hockt viel mehr. Naja, wollen wir mal sehen. Ach so, hier haben wir ja auch noch Kate. Na, du solltest vielleicht dann auch mal ein bisschen hier schauen, da ist der nächste Zivilist. Ich krieg hier noch mal irgendwie einen Hals auf die. Na gut, den Psi haben wir erwischt, das war schon mal gut. Schade, ich hätte auch gern den fliehenden Soldaten erwischt, aber hat nur kräftig Schaden gekriegt, aber nicht abgeschossen worden. Na gut. Also dieser Knubbel, den will ich auf jeden Fall auflösen. Das ist ein bisschen gefährlich, würde ich meinen. Komm mal ran hier, Daniel. Gehst nach hier zurück, ja. Dann haben wir Jack. Den stelle ich hier rein. Und Chloe. Frage ist, guckt es in diese Richtung oder in diese? Machen wir mal so. So, und dann würde ich sagen, Patrick ist irgendwie auch ein bisschen zu exponiert. Ja, da ist irgendwo die Disk, ja. Hat er den nicht mal kaputt gekriegt, hier den komischen Zivilisten? Der haut ab, der haut auch ab. Na gut, wenn sie abhauen, ist es ja in Ordnung. So, na gut, der steht. Naja, erstmal den hier. Das sollte das Einfachste sein. Jawohl. So, und hier habe ich eine schöne Abschattung. Na, so schön ist die nicht. Kann ich denn da? Ja, gar nicht schlecht. Jetzt müsste er im Freien stehen. Sauber.
Sehr schön. So, was mache ich mit dem hier? Da kann ich jetzt erstmal nicht viel machen. Vor allem mit Daniel kann ich nicht viel machen. Der hockt ja und ja, falsche Waffe und ach alles. Na, komm mal ran hier. Tja, dann brauche ich einen, der den hier nimmt. Idealerweise einer der Heavies. Du hast drei Schüsse, du hast zwei. Aber ich glaube, das mache ich denn eher mit ihr hier. Dann hinten an die Wand. Du gehst auch mal hier. Sicher ist sicher. Und die können alle noch mal ein bisschen zurück hier. Tja, kommt hier noch einer rum? Ja, doch hier dann, ne? Hau ab, genau. Okay, sag ich doch, dass der von da kommt. Oder ist aber noch ganz schön hinten was los, auf den Geräuschen zu urteilen. Tja, jetzt steht sie an sich ja ganz gut. So, wenn du denn, dann komm mal erstmal hier ein bisschen aus der Schusslinie. Den darf ich ja natürlich nicht so ganz vergessen. Du kannst hier mit dem Karabiner natürlich draufschießen, klar. Du würdest da rangehen und kannst erstmal wechseln hier. Ich glaube allerdings nicht, dass das schon reicht. Dann hätte ich auch ihn hier noch, Kate, sie, Entschuldigung, wenn sie von hier, da könnte sie auch nochmal mit SMG drauf schießen. Allerdings sollte ich das natürlich machen, nachdem der Karabiner hier entleert wurde. Ich rangehe. 51. Oh, dann komme ich aber nicht mehr wirklich richtig gut weg. Das heißt denn auch, dass die Scharfschütze, na gut, die müssen jedenfalls rangehen. Komm mal her. Ich schon fast gedacht. Er hat halt Schild, das ist frontal, aber dann müsste es von hinten ja gut gehen. Tut es auch. Und er ist kaputt. Okay. Dann. Kannst du mal hier weggehen, ja. Mal raus aus der Schusslinie. Naja. Mach mal. Sogar die Scharfschützen können daneben schießen. Guck einmal an. Das ist alles ziemlich übel. Es kommt einfach kaum was an Schaden zusammen. Naja, aber es sollte doch so nach und nach die Rüstung reduzieren. Und dann habe ich ja auch schon was geschafft. Und den Rest muss dann wohl der Panzer machen. Da habe ich dann auch gleich hier noch einen ganz guten Schutz für meine Leute. Wenn das Ding natürlich dann irgendwann hochgeht, haut's mich mit weg, aber naja, das ist dann halt mal so.
Hat er noch einen Zivilisten gefunden? Du meinst, du kannst dich da irgendwo verstecken? Oh, ein Platzer. Nur bloß gut, dass ich mit ihm schon vorher Reflex geschossen hatte. Okay, naja, das hat sich ja, würde ich meinen, durchaus ein bisschen entspannt. Muss mal sehen. Also hier steht auf jeden Fall mal einer. Der muss weg. Und dann nehme ich dann hier den Karabiner. Wo guckt der hin? Dahin. Also, gehen wir mal den von hinten an. Andererseits wird das eh nicht reichen mit dem einen. Sieht denn das hier bei Daniel aus? Nachladen? Du musst auch noch einen abkriegen. Die Frage ist, ob ich den hier umblase mit dem Panzer. Also einmal kann ich bestimmt. Okay, habe ich sogar umgeblasen. Hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Okay, dann ist die Disk schon mal weg. Das ist gut. Das heißt auch, dass ich auf den hier nochmal schießen kann. Entfernung sollte auch genügen. Dann gehen wir mal den hier an. In dem Fall von. Oh, warte mal, von hinten wollte ich sagen. Das ist jetzt natürlich anders. Dann machen wir du von hinten. Und wegen Schild. Jetzt hat er sich zu mir gedreht. Dann komme ich aber wieder von hinten. Hehe. Dann nutzt ja dein Schild gar nichts. Okay, du bist auch weg. Und dann haben wir jetzt hier noch den hier. Den Warrior. Könnte ich ja fast versuchen, den zu übernehmen. Ich habe ja doch noch eine ganze Menge Leute hier zur Verfügung. Klar, wieso nicht? Komm mal her. So, jetzt stehe ich hier aber direkt daneben mit Daniel. Mist. Das heißt, das sollte dann wirklich komplett über Stäbchen laufen. Dass er auf gar keinen Fall platzt. Du mach schon, meine Güte. Tja, hat leider nicht geklappt. Oder ist das noch zu früh, das zu sagen? Du kannst hier noch einmal draufhauen. Wenn sie hier weggeht, sie hier auch, dann kann ich. Ah, es wird trotzdem nur für einmal reichen. Na klar, wie üblich. Naja, aber vielleicht geht er ja raus und geht den Panzer an. Oder eben Zivilisten. Die Chance ist ja durchaus gar nicht mal so klein. Schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir schon. Hat er da gleich zwei umgehauen, die Zivilisten? Naja, das Parameter ist erst noch da. Ist mir schön die Wertung versaut, aber der hat ja wieder so viel Stäbchen gefressen. Meine Güte, da stehst du. Ach, ein Schlag hat gefehlt. Ich glaub's nicht. Und das hat wahrscheinlich ein oder zwei Zivilisten gekostet. Naja, gut. Leider nicht wirklich zu ändern. So, na dann sammeln wir mal hier wieder ordentlich ein. Da ist die Waffe von seiner, glaube ich. Oh, es könnte auch Sophias gewesen sein. Mist. Stimmt. Habe ich Mist gemacht. Naja gut, was soll's. Dann gehen wir mal hier rein. Hier habe ich gestanden.
Nee, hier passt schon. Okay, du hast die Waffe wieder. Dann Patrick. Anna lädt mal nach. Mach das mal hier oben hin. Okay. Noch jemand? Daniel hatte. Nee, hier passt das. Ja, okay. Dann haben wir hier Chloe. Bei dir passt das auch, ja. Dann brauche ich nur noch hier nächste Runde da die Waffe. Jack hat hier irgendwo seinen Raketenwerfer hingeschmissen. Traumwandlerischer Sicherheit, genau das Feld gefunden. Machen wir den hier. Man weiß ja nicht, ob da noch irgendwelcher Mist herumschwirrt. Susanne, da ist die Waffe wieder. Ich glaube, ihr zwei habt gerade hier die Waffen ausgetauscht, aber ich denke mal, Susanne und Sophia werden das schon miteinander regeln. So, jetzt muss ich ein UFO finden. Na gut, Schildi vor. Wobei eigentlich könnte ich das jetzt auch hier mit den. Oh, wir haben schon was gefunden. Da ist noch, was ist denn das? Oh, das ist so ein Sprenger. Oh, na denn, komm mal her. Die Frage ist, schaffe ich das, den zu schießen? Naja, ich würde schon denken, ja, aber mal sehen. Ich glaube, da gehe ich noch mal ein bisschen zurück mit ihr. Das ist mir doch sicherer. Heavy, geht mal dorthin. Komm her. Irgendeiner wird doch wohl schießen und auch treffen. Er hat's versucht, aber. Na, also, meine Güte, vier Schüsse, naja, gut. Er hat's versucht, obwohl hier die Böschung ist. Aller Ehren wert. Okay. Also dann, wo können wir denn aufs Dach? Nein, wir müssen ja nicht unbedingt aufs Dach. Solange fliegt, das reicht ja schon. Ich will ja nur gucken. Tja, sehe leider immer noch nichts. Immer noch nicht. Wie weit geht denn das hier? Das geht noch eine ganze Ecke. Ach, der Bildschirmroller teilweise weiter, als ich das will. Ich mir vorstelle, dass ich da denn zugucke würde. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Na gut, den einen Läufer haben wir ja gerade auch noch mit weggepackt. Das war mal gut so. Guck du mal hier lang. Der hätte ja ganz gerne hier auch noch. Wahrscheinlich wäre der sicher an meine Leute reingelaufen. Hätte sich sprengen lassen von Reflexfeuer. Hat zum Glück nicht geklappt. Da ist Ende. Okay, da kommt kein UFO mehr. Ich habe vorher mal noch gucken können. Naja. Denn ist es irgendwo in diese Richtung. Natürlich. Ups. Immer noch nichts zu sehen. Psis spielen schon wieder rum mit meinen Leuten. Was denn, wie viel sind das denn noch? Naja, wenn da noch so ein Phase 2 Psi ist, das wäre okay. Könnte ich den auch noch mir vielleicht holen? Das wäre echt cool. Da ist das UFO. Wo ist die andere Spitze hier oder da hinten?
Da ist er. Okay. Na dann, Mist, das sind alles schräge Dächer. Da kann ich nicht mich oben niederlassen und dann von da schießen. Das ist ja schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt wäre es da gerade, aber ich weiß ja, dass das Dach da ist. Ja, leider. Naja, gut, es war jetzt erstmal nur die Aufklärung. Dann kommt ihr mal alle hinterher. Wobei, das ist ja jetzt dann schon voll in der Mitte hier von dem Ding. Mal sehen, vielleicht kann ich das Haus, was davor steht, hier die Dinger ein bisschen als Deckung nutzen. Hier hinter dem Panzer ist bestimmt auch eine gute Idee. So, tja, was mache ich mit ihr hier jetzt? Ich irgendwie blöd mit dem Haus hier. Wenn ich da rein könnte, macht sie das vielleicht? Ja, ha, das ist toll. Coole Idee. Da lässt sich was draus machen. Dann haben wir ja hier noch eine Scharfschützin, Sanne. Kannst auch mal da oben ins Haus. Mal gucken, was sich daraus bauen lässt. So, ihr seid eh alle unten. Mal abwarten, ob da noch irgendwelche Leute rumrennen. Du kannst mal hier stehen bleiben. Die Entfernung scheint mir ganz gut zu sein, so dass mich eigentlich kaum jemand erwischen kann, aber naja, dieses kaum und wahrscheinlich und naja, egal so. Und der Träger ist aber toll. Da müsste ich mich doch eigentlich super hinter verstecken können. Warten wir erstmal hier ab, ein bisschen aufrücken. Und du kannst mal hier reingehen, ja. Denkst du, kannst dich da verstecken? Das steht doch irgendwie jetzt noch außen, aber dahinter hier irgendwo hier so. Hat er noch ein Feld gefunden? Ich wollte gerade sagen, die allerletzte Ecke. Aber ich würde mal davon ausgehen und hoffen, dass das dir nicht weiterhelfen wird gegen Sophia und Sanne. Also von hier müsste ich eigentlich gut schießen können. Ja, aber leider geht das jetzt natürlich von vorne und damit auf sein Schild. Aber na gut, das ist eben leider nicht wirklich zu verhindern. Jetzt hat's denn doch schon geschnackelt. Suppressed. Okay. Und dann hätte ich ja hier auch noch mal und noch mehr suppressed. Jetzt solltest du dich aber überhaupt nicht mehr rühren können. Zweimal suppressed ist eigentlich 0 TU. Aber ahne natürlich schon, dass du das ein bisschen anders siehst. Kann ich ja auch noch mal. Ach, na, why not? Dreimal suppressed. Also wenn du dich jetzt noch bewegst, dann bescheißt du. Da komme ich nicht ran. Von hier.
Da kommt hellgrün. Das ist Ingenieur. Na gut, der ist jetzt nicht so wichtig. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann der sich bewegen? Der ist dreimal verpresst. Der muss total auf Minimum, auf total Null von seinen Points gewesen sein. Das gibt's doch gar nicht. Wieso gelten für die KI andere Regeln als für mich? Naja, gut, das hat jetzt keine größeren Probleme verursacht. Die zwei gehen jetzt nach hier. Und erledigen ihn. Und den Ingenieur habe ich ja sowieso schon, kann ich also auch umschießen. Suppressed, okay. Nee, den kann ich auf jeden Fall umschießen, das werde ich auch machen. 60, 37. So, wenn du denkst, du hast da ein Schild, muss ich dich enttäuschen. Oh, dann komme ich nicht mehr weg. Das ist vielleicht nicht gut. Er kann hier noch einmal. Ich würde ja schon gern noch mal, damit er sich dreht. Aber dann komme ich hier nicht mehr weg. Na gut, der ist hier abgeschossen. Okay, was soll's. Gehen wir mal davon aus, dass sie hier nicht noch einen irgendwo stehen haben. Sieht so aus, ja. Aber die Psis sind noch mega aktiv. Chloe ist broken, fliegen. Naja, gut. Okay, na dann geht mal wieder hier zurück, ihr zwei. Das habt ihr ganz gut gemacht. Patrick hat natürlich echt nicht so viele Turn-Units, aber es ging halt gut. Du hier vor. Ich denke, hier warte ich das einfach mal ab. Die Scharfschützen können auch da oben stehen bleiben. Ja, immer schön drauf. Der kriegt ja wirklich sehr schön Feuer. Und blöderweise rennt er nach vorne. Das ist natürlich nicht besonders schlau gewesen. So, du musst mal deine Waffe wiederholen. Tja, und könnte ich ja fast versuchen, aber bei den zu übernehmen. Naja, Schaden hat er ja schon drinne. Das könnte ja vielleicht, ah ja, du kannst leider nicht hier, du könntest höchstens Stäbchen, ja. Daniel kann auch auf Karabiner. Wenn ich da ranlaufe, 40 kann ich zweimal schießen. Du kannst garantiert auch zweimal. Was hätte ich denn vier Stück, wenn ich das einen von hinten, einen von vorne. Von hier kann er aber nur einmal. 33 von der Seite, dann kann er auch zweimal, ja. Na komm. Okay. Dann kommst du von hier. 40 mal 2, jo. Ich hoffe, dass da nichts unterdrückt wird. Das war so klar. Ey, das gibt's gar nicht. Na gut, wir haben es geschafft. Ich bin wirklich hier der Meister des Selbstunterdrückens. Mal gucken, hat er noch irgendwo einen stehen. Dann muss er erstmal wieder nach vorne bringen. Kriegt er zum Glück nicht hin. Na gut, so, jetzt habe ich hier nur noch einmal, auch wenn ich nachlade. Nee, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Geh mal hier zurück. Das Nachladen machen wir lieber an sicherer Stelle. Du gehst dann mal hier hin, umdrehen, nachladen. Ja, schön, dass sie mir hier den Trecker hingestellt haben.
So, jetzt kannst du nachladen. Das war einmal blau und einmal gelb. Macht das einen Unterschied? Panikt. Das gibt alles schöne Bravery-Punkte. Okay, dann würde ich sagen, warte ich alles an der Stelle auch erstmal wieder ab. Heavy ist ja eh halber. Komm. Gehen wir mal hier rein. Von 13. Tja, na dann komm ran, ja. Da ist auf jeden Fall mal keiner drin. So, dann haben wir noch unsere beiden Damen hier auf dem Dach. Ich denke, die können dann auch mal auf Karabiner wechseln und ein bisschen wieder mitmachen. Haben sich da oben ein bisschen gesonnen, eine kleine Auszeit genommen, was im Prinzip ja okay ist. So, na dann. Naja, Jack, hast du ordentlich Reflex gemacht, aber nichts getroffen, weil der Trecker im Weg war. Und da geht's hier schon wieder los, panikt. Aber ich glaube, das war ein C, der da geguckt hat. Dann geh du erstmal an und mach mal die Tür auf. Wo steht der Knabe denn? Oh, der hat sich schön weit aufgestellt. Elende Socke. Da komme ich gar nicht ran. Doch einmal kann ich. 33, ja. Okay, aber eben nur dieses eine Mal. Naja, gut, Karabiner wird kein Problem sein. Da habe ich genug, aber da habe ich jetzt schon fast Sorge, dass ich ihn umschieße. Also ich hätte schon gern wenigstens noch einmal Stäbchen. Das können am besten die Heavies machen. Durch die Tür nicht, aber... Tür aufmachen kostet wieder so viele Punkte. Schon Wahnsinn. Na gut, dann würde ich sagen, einmal von hinten. Stopp, stopp, stopp. Na doch, geht schon. So, dann kommst du von hinten. Ja, da werde ich ja gleich wieder niedergehalten, aber damit war zu rechnen. Dann kommst du auch wieder von hinten. Hammern. Okay, dann zeig mal. Ein Assault Psion. Ein Assault Psion. Lebend. Gut, das war natürlich das Ziel. Und na gut, dann können wir jetzt hier in aller Ruhe vorrücken. Naja, aller Ruhe weiß ich auch noch nicht, aber zumindest den haben wir dann schon mal. Warte mal, 1, 2, 3, 4, da fehlt doch noch einer, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin ich schon wieder blind. Ach, der steht hier im Rauch. Oh.
Explosion. Aber wollen wir mal sehen, ob diese ganzen Psi-Attacken denn jetzt aufhören, ob es der einzige Psi war. Weiß man ja auch nicht. Schauen wir mal. So. Das sieht noch gut aus. Jetzt muss ich natürlich auch gucken, ob ich hier und da nicht nachladen muss. Wie sieht es denn hier aus? Aber wenn ich zumindest mal zwei Schuss drin habe, dann soll es mir eigentlich erstmal genügen. Aber das werde ich mir gleich nochmal angucken. Du lädst auf jeden Fall nach. Es kommen ja nur noch die oben. Bin mal gespannt, ob das mit dem Kontrollraum wieder passt, dass man da was sieht, oder ob es halt wieder so komisch ist. Und du hast auch volles Magazin. Sieht ja gar nicht schlecht aus. Nee, da ist noch ein Psi. Paralyzed, das ist ja wirklich übel. So, wie sieht denn das hier aus? Na, du hast 5. Da kannst du locker nachladen. Du hast 4, das geht auch. Tja, na dann komm mal her, zeig. Sehen wir mal hier was. Ach, das ist dieses Ding wieder. Okay. Hat er hier keine Tür? Doch, da ist die Tür. Okay, dann gucke ich erstmal dahin, Richtung dieser Tür. Du kannst dann mal hier schauen. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Okay, die Schildi hat ja doch ein bisschen mehr Schutz als die anderen. Die Tür sollte ich dir natürlich auch mit irgendjemandem ein bisschen begucken. Vielleicht mit Jack. Apropos, Mist, jetzt ist es zu spät. Ich wollte gerade sagen, kann ich vielleicht nochmal ein Stun-Grenade reinladen? Und obwohl Waffe wechseln, 14, ja doch, komm, mach mal. Hm. 16, das ist ja noch gar nicht so arg. Ja, wollte gerade sagen, da hat er beim Umswitchen das Nachladen oder das Ändern der Munition noch nicht ganz berücksichtigt. Das ist natürlich recht heftig. Na komm, geh du mal hier hin. Und jetzt haben wir noch dich. Das ist natürlich auch wieder jetzt so eine Situation. Und nur ist wieder... Ich hätte einen unten stehen lassen sollen, weil jetzt wieder die bescheuerte Grafik da ist. Ach Mensch. Ne, jetzt geht's wieder nicht. Ich hoffe, jetzt fängt ja keiner an zu paniken. Wie machen wir das am besten? Das ist irgendwie alles ganz schön eng, finde ich. Hier lang, da lang. Kann mir mal jemand einen Tipp geben. Hört doch mal auf, hier mal mit meinen Leuten rumzuspielen. Tja. Na gut, wir gucken mal hier rein. Dafür steht der Schildi ja da. Oh, da ist einer mit dem Rücken zu mir. So, und bevor die hier antworten, nehme ich den erstmal wieder raus hier. Kommt die Antwort schon. Okay, Patrick, du haust dann ab hier. Kann der Nächste sein Glück versuchen? Anna.
Haben wir schon geschafft. Sauber. Dann kannst du auch hier raus. Komm her hier. So, wie weiter? Da war jetzt hier. Hier steht der Schieftainer. Warte mal, hinter der Ecke. Das müsste doch eigentlich sogar gehen. Jawohl. Ah, der frisst auch wieder. Okay, jetzt ist er mal verpresst. Das ist schon super. Wenn ich noch einmal schieße, 21, dann habe ich noch, ja, das reicht. Okay, so, next. Seine. Meine Güte, ja, naja, ist ein Officer halt, ne? Klar frisst der eine Menge. Okay, so, dann hätten wir hier noch den Pilot, glaube ich. Dann war das hier der Operator und vor allen Dingen der Soldier. Wenn ich jetzt mit ihr hier rangehe und die Tür aufmache. Komm mal her. So weit, so gut. Ich würde halt gern die Stun Rocket, die ich habe, da noch reinjagen. Mit den zweien werde ich, glaube ich, nichts mehr machen. Das sind eigentlich alles Felder, das ist zu blöd. Ich komme da zu schlecht an die ran. Das kann ich nicht machen. Weil wenn ich hier durchgehe, von hier schieße, nee, von hier kann ich nicht. Ich könnte höchstens. Nee, hier, das ist beides Tür. Nee, an den komme ich nicht ran. Und die Frage ist, wobei an den hier? An den komme ich ja eigentlich schon von hier ran. Oder? Ja, nee. Hit 0%. Ach, da ist dieser Mist im Weg. Nee, ich komme nicht an den ran. Na gut, dann komm weg hier. Aus. Das klären wir nächste Runde. Das gilt auch für dich. Dann würde ich sagen, du musst auch weg hier. Ja, irgendwie habe ich doch Sorge, dass die, wenn ich meine die hier, die ich bisher alle hatte, die hatten halt mit Karabiner und so ganz guten Reflex. Also da hatte der Gegner wenig Chancen. Aber hier sieht das natürlich anders aus. Wo komme ich denn hier hin? So weit, so gut. Dann aus hier. Da oben, ja, würde ich fast sagen, ist einer umgefallen, ne? Mit Gewehr. Ja, wie sieht denn das aus? Da habe ich zum einen den Soldier, den, wenn der kaputt geht, also wenn ich den umschieße, wäre das nicht schlimm. Den Piloten hätte ich natürlich sehr gerne und den Operator hätte ich auch sehr gerne. Naja, komm, dann werde ich mal jetzt hier aufs Stäbchen umswitchen. Jetzt gucken wir hier nochmal wegen Nachladen. Da werde ich einige Dinge tun müssen. Ja, aber das ist ja alles. Ich denke, inzwischen passt das hier ziemlich gut von der Menge. Du kannst dann auch mal Stäbchen nehmen. Das hört sich an sich ja toll an, als ob die da oben in der Suppe kaputt gehen. Was ist das denn jetzt? Wo rennst du denn hin? Unglaublich. Komm mal wieder zurück hier. Was soll denn das sein? Eine Flucht vor dem Feind hier oder was? Das hört sich an, als ob die da oben immer noch in der Suppe sind. Naja. Irgendwann ist die aber natürlich auch mal weg. Dann würde ich mal sagen, ich gucke mal hier ran. Mal sehen, ob ich hier was sehe. Ja, da sehe ich was. Da steht ja Weapon Officer da, Quatsch, der Operator dahinter. Da gehe ich aber auf jeden Fall erstmal wieder weg.
Das sollten doch. Wer hat denn hier die meiste Munition von euch? Daniel, komm mal her. Und hier kann ich sogar schießen. Ich könnte sogar noch einen vorgehen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal suppressed. Ach, ich muss sowieso hier vorwärts, rückwärts gehen. Weil ich ja sonst nicht porten kann. Da hätte ich mal lieber gleich vorgehen sollen. Das war nicht besonders schlau. Na gut, dann mache ich es jetzt besser. Okay, den haben wir mal weg. Und dann gehe ich auch gleich wieder weg hier. Das ist mir alles viel zu unsicher. Ansonsten hat das ja ganz gut gepasst. Mit Childie vor eine Tür aufmachen und dann gehe ich mit den anderen ran. So, das heißt natürlich hier, du musst aufladen. Suppe ist jetzt garantiert weg. Das ist ziemlich sicher. Komm mal ran hier. Kann man hier was sehen? Nee. Nur, dass die Suppe weg ist. Dann. Das war der, den ich da oben geschossen hatte. Dann sehe ich leider nichts. Die stehen so, dass man nichts sieht. Schade. Man sieht immer noch nichts. Ach, jetzt hopst er hier noch. Immer noch nichts zu sehen. Ob die hier sind? Noch mal sehen. Das werden wir gleich rauskriegen. Wo haben sie sich denn versteckt? Das gibt's ja gar nicht. Dann könnten sie ja fast nur hier sein oder hier. Na gut, dann kriegen wir das auch raus. Komm mal her. Da ist auch keiner. Die stehen alle beide hier. Okay. Naja, aber wenn das so ist, das ist natürlich eigentlich gar nicht übel. Mal her, hier muss ich natürlich, ach Mist, ich sehe dann doch, hier ist so ein Ding. Wenn ich den von hinten erwischen will, das geht von hier ganz gut. Alle beide auf einmal zerpresst, was ein Wahnsinn. Okay, dann du hier ran. Du musst ja die Tür aufmachen. Aber ich glaube trotzdem, okay. Mache ich das gleich nochmal. Okay. Einmal kann ich noch schießen und dann gehe ich beiseite. Gut. Kannst theoretisch noch zweimal schießen, aber 21 Punkte, das reicht nur noch für einmal. Hm. 52. Komm mal ran hier, den Pilot. Hätte ich besonders gerne. Insofern nehme ich da mal ein Stäbchen. Dann habe ich auch noch hier unten Jack, da, mit Stäbchen in der Hand. Okay, den haben wir schon mal. Hier reicht es leider nicht nochmal für ein Stäbchen, aber der ist ja nur eigentlich nicht so wichtig. Den können wir auch einfach umschießen. Kannst du hier ran? 33, ja, von hinten ist immer gut. Dann kannst du auch wieder von hinten. Super. Naja, das ist doch sehr, sehr schön. Boah, was wir hier alles wieder eingesammelt haben und eingefangen. Terrible, ja. Die Local Forces und Civilians habe ich natürlich leider alle verloren. Das ist übel. Aber naja. Den Officer habe ich, der fehlte mir noch. Den Operator. Vor allen Dingen den Physician und den Pilot. Ja, ziemlich geil. Und ich hatte ja auch den Brass Soldier erwischt. Sehr schön. Data Core. Naja, die Liste ist auch ewig lang. Da habe ich so viel zum Zerlegen. Xeon Cores. Wo ist denn eigentlich der Xeon?
Der ist hier. Tja, da gilt wohl wieder das Gleiche. Den habe ich zwar lebend gefangen, bringt mir aber gar nichts. Ich kann ihn weder verhören noch sezieren. Das ist traurig, aber tja, nicht zu ändern. Okay, dann schauen wir doch mal hier nochmal zu den Punkten. Das sieht doch hier teilweise auch sehr, sehr toll aus. Wenn ich sehe, was der Patrick hier alles eingesammelt hat, 3 TU, 4 HP. Hier sind sogar 4, 5 beim Daniel. Jetzt kommen sie auch langsam hoch. Das sind ja auch sehr, sehr starke Werte hier. Stärke. Na, hier war es jetzt nicht so viel, aber ein bisschen kommt auch immer noch zusammen. Chlorireflex. Tja, warum es hier nicht zum Punkt gereicht hat, aber naja. Passt doch super. 41 Aliens habe ich hier aufgeräumt. Das waren ja wirklich Wahnsinn. Also das sind, die Missionen werden irgendwie gefühlt immer länger, weil die UFOs immer größer werden und vor allem mehr Aliens dabei sind. Verletzte keine, das ist auch gut. Noch 13 Reflex. Naja. Okay. Das heißt dann auch, ich hatte ja hier oben noch den einen, den ich denn mir als nächstes holen wollte. Bin ich noch am Überlegen. Das ist ja hier dieses kleine gewesen, der Shuttle, den ich da zuletzt noch erwischt hatte. Naja, das ist eh so weit weg, da fliege ich jetzt nicht hin. Ich würde denn eher hier hinter die Site noch holen, allerdings wäre das dann natürlich wieder eine Nachtmission. Aber noch die Nacht abwarten geht auf gar keinen Fall, da habe ich nicht die Zeit dafür. Der hier wäre allerdings eine Tagmission. Wenn ich da jetzt hinfliege. Vielleicht hole ich mir doch lieber hier diesen kleinen. Wobei, das war vorhin, das war ja mit der Queen und den ganzen Sachen, das war ja das kleine Ding vorhin. Im Shuttle sind die, haben die immer so eine Beladung. Es könnte ja auch sein, dass das vielleicht eben diesmal keine Sibillions sind, sondern Cisans. Das wäre ja denn was ganz Neues. Ich glaube, ich versuche das mal. Ja klar, wieso nicht? Den hier schaffe ich am Tag garantiert nicht mehr. Und das ist auch nur ein 35er, sprich, das ist eine Corvette. So interessant ist das jetzt auch nicht unbedingt. Das müsste eigentlich so weit gehen, dass das denn am Tag ist. Naja, schauen wir mal. Aber das wird sich dann auch erst in der nächsten Mission klären. Für den Moment bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge.